Durch ein 3:1 beim haushohen Favoriten Tennis Borussia Berlin zog Tim Fiedler mit seinem FC Stern Marienfelde ins Viertelfinale des Berliner Pokals ein. Der Siebtligist ist damit klassentiefster Verein dieser Runde. Zu Gast die VSG Altglienicke, Regionalligist mit prominenten Namen inklusive Thorsten Matuschka, mittlerweile Co-Trainer, und noch ein alter Bekannter von Union Berlin, Christopher Quiring. Gemeinsam standen sie in 78 Partien für die Mannschaft von der alten Försterei auf dem Rasen. Uus Ünal hat dagegen bewiesen, dass große Namen ihm gar nichts ausmachen. Beim 3:1-Sieg gegen TB erzielte er alle drei Tore für sein Team. Rein ins Spiel, Marienfelde in Weiß von rechts nach links. In Halbzeit 1 natürlich der klare Underdog. In dieser Partie kam aber gut rein Zimmermann mit dem ersten Abschluss. Keine zwei Minuten gespielt. Die Partie in der Folge umkämpft, und das meine ich absolut positiv. Im Sinne der Marienfelder, auch wenn die großen Chancen fehlten, zumindest bis Minute 20. Fantastisch umgeschaltet, und dann ist da vorne natürlich Ünal. Sucht den Abschluss, einen Ticken zu schnell, der Respekt vor den Regionalliga-Verteidigern zu groß, die Chance dahin. Und was war mit Altglienicke? Oh, die brauchten relativ lange für ihre erste Chance, die allerdings dann auch äußerst brauchbar. Kevin Stephan scheitert an Martin Gromotzka, starke Tat des Marienfelder Schlussmanns. Aber es lief jetzt ein bisschen besser offensiv beim Regionalligisten. Sie entwickelten langsam, aber sicher ein Übergewicht. Stephan, diesmal als Vorbereiter, und Tugay Uzan. Fehlt ein Meter und somit ein achtbares Remis zur Pause. Altglienicke-Coach Carsten Heine reagierte zur Pause und brachte den nächsten bekannten Namen, Patrick Breitkreuz, in der Jugend von Hertha BSC ausgebildet, dritte Liga für Kiel, Cottbus, Wiesbaden und zuletzt die Würzburger Kickers gespielt, der Winterneuzugang mit seinem Pflichtspieldebüt. Und die Gäste hatten sich für den zweiten Abschnitt offensichtlich mehr vorgenommen, kam mit Druck und Tempo aus der Kabine. Johann Nsi über links, Skoda und dann wieder Stephan in der Mitte und wieder kein Tor. 60. Minute. Von den Marienfeldern, von denen kam nicht mehr so richtig viel. Stattdessen Altglienicke weiterhin im Vorwärtsgang. Kluger Ball zurück auf Uzan, der mit Platz und Auge für den startenden Breitkreuz durchgesetzt, zurechtgelegt und drin das Ding. In dieser Saison stehen für den Stürmer gerade einmal 8 Einsätze in Liga 3 auf dem Konto. Dabei nur einer über 90 Minuten und kein einziger Treffer. Und dieses Tor bei seinem Debüt, das wird ihm richtig gut tun. Und natürlich auch seiner Mannschaft, die ja derzeit Tabellenführer der Regionalliga Nordost ist. Auch wenn die Konkurrenten Cottbus und Lok Leipzig noch ein Spiel weniger haben. Die Hausherren mit der Reaktion. Dennis Dodds. Super Freistoßvariante, denn Twarzyk muss sich da richtig lang machen. Marienfelde bot hier einen richtig tollen Kampf. 82. Minute, die Heimmannschaft versuchte weiterhin alles, aber dieser Einwurf an der gegnerischen Eckfahne, der fliegt dem Team von Tim Fiedler um die Ohren. Die Gäste auf einmal mit ganz viel Platz, Breitkreuz wartet lange auf den richtigen Pass. Uzan startet, es ist kein Abseits und dann mit ganz viel Style. Tugay Uzan mit dem 2:0, der Kräfteverschleiß nach über 80 intensiven Minuten. Natürlich groß, Uzans erster Kontakt. Super. Und dann hat Gromotka keine Chance gegen diesen wunderbaren Abschluss. Aber wirklich bemerkenswert. Der SC Stern Marienfelde gab nicht auf, warf weiterhin alles rein. 89. Minute. Nochmal ein ganz dickes Ding. Ünal auf einmal durch mit dem Abschluss. Twarzyk ist da und dort im Nachschuss. Dennis Dodds sorgt zumindest noch für den Ehrentreffer, das Tor. Die letzte zeigenswerte Szene dieser Partie versinnbildlicht ein bisschen die komplette Begegnung. Marienfelde nah dran, bietet als Siebtligist eine klasse Leistung gegen den Favoriten. Am Ende fehlen dann aber die letzten paar Prozente, um hier die ganz große Überraschung aufs Parkett zu zaubern. Nichtsdestotrotz blickt Marienfelde auf die erfolgreichste Pokalsaison der Vereinsgeschichte zurück, während bei der VSG die Augen schon fest auf den Pokal gerichtet sind. Die Stimmen zum Spiel. Ich musste eher die Jungs ein bisschen drosseln und ein bisschen zurücknehmen. Ich musste auch ein paar Spieler enttäuschen, die halt nicht mit im Kader sein konnten. Ja. Das ist so viel Eigenmotivation, und du warst ja hier gewesen das ganze Spiel. Du siehst ja auch, was hier los war. Die sind so motiviert gewesen, um den Jungs aus Altglienicke ein bisschen das Leben schwer zu machen. Ganz simpel, wir sind eine Runde weiter. Wir sind im Halbfinale, da wollten wir hin. Wir wollen ins Finale.
Wir wussten, dass das hier heute nicht einfach wird. Und wer mich schon länger kennt, weiß, Pokalspiele weiterkommen. Knapp, aber letztendlich auch verdient. SC Stern Marienfelde 1, VSG Altlinike 2. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.